Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 67. Red Metal, die Heavy-Metal-Subkultur der DDR. Prostpunk zu Episode 67. Heute leider ohne Marc, der muss arbeiten, dafür aber mit einem Gast. Und ihr wisst ja, wir gucken auch gerne mal über den Tellerrand hinaus und wir haben uns ja schon mit den Punks und Gruftis in der DDR beschäftigt. Heute blicken wir mal auf die dortige Metal-Szene und das kann niemand besser als Nikolai Okunev. Der hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Rap Metal, die Heavy-Metal-Subkultur der DDR. Und da sage ich mal Hallo und Prost Punk, Nikolai. Ja, Prost Punk, schön, dass ich da sein darf. Wir trinken erstmal, ich ein Bitburger, du ein Kosel, hast du gesagt, ne? Kosel mit der Ziege. Nochmal kurz zu deinem Hintergrund. Wie du dazu gekommen bist, unter anderem dieses Buch zu schreiben. Du hast Geschichts- und Sozialwissenschaften studiert und arbeitest jetzt beim Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam am Projekt Das mediale Erbe der DDR. Und jetzt noch meine Frage, bist du selber Metal-Fan oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ich bin selber Metal-Fan, bin aber quasi zweigleisig auf das Thema gekommen. Also durch persönliches Interesse, aber auch weil ich im Studium an der HU in Berlin immer Seminare zur DDR belegt habe von Anfang an. Und da hat Punk eine relativ große Rolle gespielt in all den Seminaren. Und dann irgendwann habe ich mal eine Statistik gesehen, die wird auch immer abgedruckt in jedem Buch irgendwie von Rauhut und so, zu den 80ern kommt die. Und es ist eine Aufstellung von der Stasi über negativ dekadente Jugendliche, in Anführungszeichen, die verschiedenen Subkulturen, wenn man so will. Und in der Statistik ist halt Metal die größte Gruppe. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, gab es nur zwei Aufsätze zu dem Thema, ganz kurze Aufsätze zu Metal in der DDR, aber halt ganz großes Interesse von allen Dozierenden. Und dann hatte ich halt das Glück, da meine Doktorarbeit draus zu machen. Ich selber habe auch nicht so viel Ahnung von Metal, das wird sich vielleicht auch heute an der einen oder anderen Stelle mal bemerkbar machen, habe aber als Jugendlicher in der DDR, ich bin ja in Stralsund groß geworden, natürlich auch mit den Jungs zu tun gehabt. Spätestens als ich in die Lehre gekommen bin, von 1986 bis 88, da war nämlich der Großteil meiner Mitlehrlinge, waren nämlich Hardrock- und Heavy-Metal-Fans. Aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu meinen Begegnungen und Episoden mit den Metal-Fans in der DDR. Jetzt meine Frage, der Heavy-Metal hat ja so einen richtig großen Aufschwung und eine Popularität jetzt weltweit in den 80ern erlangt. War das deiner Meinung nach auch eine Folge von Punk? Ich bin ja kein Musikwissenschaftler so. Deswegen, da vermischen sich jetzt wahrscheinlich auch so informierte wissenschaftliche Eindrücke und so persönliche Eindrücke einfach vom Musikgeschmack her. Aber ich meine, das ist, glaube ich, nicht großartig angezweifelt, dass es da Überschneidungen gab. Also es gibt ja auch der berühmte D-Beat, also dieser Discharge-Beat, der dann bei Thrash Metal eine große Rolle spielt, ist ja eine ganz klare Wurzel sozusagen vom Punk, die in den Heavy Metal führt. Ich hatte das Buch gelesen von Tom G. Warrior, das ist so ein Schweizer Musiker, der die ganz wichtige Band Celtic Frost, der Name sagt mir den Namen, den du vielleicht gehört hast. Und in der Autobiografie oder in der Bandbiografie beschreibt er das halt, dass für ihn Punk total wichtig war. Dead Kennedys spielen da unter anderem eine Rolle, aber auch wieder so Discharge wegen der Dunkelheit. Und Celtic Frost ist deswegen so wichtig, weil im Prinzip alle Extreme-Metal-Bands dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre sich auf diese Band irgendwie berufen. Also Black und Death Metal geht quasi auf Celtic Frost zurück. Also da gibt es ganz klare Spuren von Punk. Aber wenn man vom Musikwissen, wenn man vom sozusagen Musikologischen ein bisschen weggeht, was, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat, ist, dass diese Punk-Vertriebsstrukturen, also diese nö, wir machen jetzt ein Label und wir bringen jetzt selber eine Platte raus und wir machen jetzt ein Fanzine und dieses, sagen, dieses ganz Do-it-yourself-Ding. Do-it-yourself, genau. Das ist eine Sache, die für, also bei Großbritannien weiß ich, dass es da das hat einfach eine große Rolle gespielt. So. Und insofern, ja klar, das hängt mit. Und bei Do-it-yourself, ja, sind wir ja schon in der DDR, weil da ging ja ohne Do-it-yourself auch nicht viel, ne? Gerade so im Amateurbereich, sag ich mal. Und so haben ja die meisten Metal-Bands in der DDR ja auch angefangen. Aber bevor wir da vielleicht auf so ein paar Beispiele kommen, wann hat sich dann so in der DDR so eine etablierte Heavy-Metal-Subkultur rausgebildet? Und gab es da spezielle regionale Zentren? Ja, also das mit den regionalen Zentren, das ist eher so anekdotisch. Aber ich meine, es ist irgendwie klar, dass Berlin ein Zentrum ist. Das war halt die einzige Metropole der DDR. Da gab es viele verwandtschaftliche Beziehungen in den Westen auch. Und da
kam dann Platten schneller durch. Das andere Zentrum ist ganz klar Thüringen. Das sagen alle, alle Zeitzeugen, Thüringen ging immer ab. Das ist auch eine Szene, die relativ losgelöst von der Berliner Szene hätte existieren können. Also da gab es natürlich Berührungspunkte und so. Aber das ist nochmal eine andere Nummer in Thüringen. Das sagen alle, da ging es auch ein bisschen härter zur Sache ganz früh schon. Und ansonsten sind alle Städte Zentren, in denen, naja, viele sozusagen Lehrlingskollektive sind. Ne? Also da, wo das junge Industrieproletariat in Massen anzutreffen. Das erste Mal, glaube ich, dass ich das Wort Heavy Metal gefunden habe in der Quelle aus der DDR, muss so 1981, 82 gewesen sein. Und dann so richtig greifbar, so richtig viele Quellen hatte ich so 83, 84. Und dann wird es aber gefühlt auch immer mehr. Ja, ich fand das beim Lesen deines Buches auch sehr interessant. Mal abgesehen von den unterschiedlichen musikalischen Vorlieben, wie viele Parallelen es dann doch gibt zwischen der Punk-Szene und der Metal-Szene. Zeitlich passt das, da gibt es ganz viele Überschneidungen. Sie hatten ja alle auch mit denselben Problemen zu kämpfen, die man in der DDR so hatte, wenn man jenseits des Mainstreams war, wenn man, wie du es wünschst und so schön gesagt hast, wenn man laut Staat ein dekadent, negativ eingestellter Jugendlicher war, weil man irgendwie lange Haare hatte oder verstruppelte Haare hatte oder irgendwie nicht ins Bild eines ordentlichen sozialistischen Jugendlichen passte. Es gibt einen großen Unterschied, würde ich sagen, jetzt also sozusagen in der Parallelisierung. Und zwar diese ja wirklich brutale polizeistaatliche Zerschlagung der ersten Punkwelle in der DDR. Sozusagen. Ja, kein Ding. Da ja, hast du sorry. Natürlich recht. Gegen die wurde ja rigoros vorgegangen. Das wäre nämlich auch noch gerade die erste Generation. Du hast es ja gerade gesagt. Und wir haben es auch in unserem Podcast, liebe Hörer, als wir darüber gesprochen haben, das ja auch schon erwähnt und auch mit O-Tönen von Lutz Schramm zum Beispiel, von dem DD64-Paroktikum-Moderator ja auch untermauert. Genau, wie war denn das mit der Metal-Szene jetzt? Also die wurde ja auch schon beobachtet, argwöhnisch, aber man ist eben nicht so brutal gegen sie vorgegangen wie am Anfang gegen die Punks, ne? Genau, und ich meine, ich kenne mich mit Punk zwangsläufig nicht so gut aus in der DDR wie mit Metal, ne? Aber die große Unterscheidung sozusagen, warum auch sozusagen diese Verfolgung nicht stattgefunden hat, würde ich sagen, ist, weil die Metal-Fans sich aus verschiedenen Gründen, über die wir vielleicht reden können, nicht diesem sozialistischen Alltag widersetzt haben. Also die sind zur Lehre gegangen, die sind zum Armeedienst gegangen und die haben auf explizite politische Forderungen verzichtet. Und das lässt sich natürlich mit so den klassischen Punk-Idealen, lässt sich ja vieles davon, was einem die DDR abforderte, nur sehr schwer vereinbaren. Und die Metal-Fans, die machen das am Wochenende und nach Feierabend. Bestimmte Dinge setzen sie durch, wie die langen Haare, dass das halt kein Problem mehr ist auf Arbeit und in der Lehre. Aber im Prinzip sind das Leute, die sich diesen politischen Kämpfen entziehen. Im Westen machen die das ja auch. Da kommt dann der Eskapismus-Vorwurf. Ganz oft von also linksliberalen Journalisten, die dann halt sagen, naja, was ist denn da los mit der proletarischen Jugend in Dortmund oder in Gelsenkirchen, warum lesen die denn nicht Marx? Die machen ihren Metal-Scheiß da. Ich würde halt sagen, in der DDR machen die auch Eskapismus, aber in der DDR bedeutet Eskapismus halt was anderes. Steht ja auch unter Strafe quasi, Flucht, ne? Und die entziehen sich also so dieser Welt, aber die machen es eben nach Feierabend. In der alltäglichen Dimension machen sie da keinen Stress. Das Witzige oder das, was ich halt so spannend fand und was es auch total gut für mich erforschbar machte, ist, dass die Stasi, auch wenn diese Leute zur Arbeit gehen, auch wenn die in der Regel nur sozusagen nach dem 10. Bier Straftaten begehen und ansonsten nicht, die Stasi guckt da trotzdem argwöhnisch drauf, wie du gesagt hast. Die fangen die Briefe ab, die dokumentieren und so. Und das ist halt dann so grausam das ist. Für die Leute, dass die da polizeistaatlich behandelt wurden. Als Historiker ist es halt super, weil diese ganzen kleinen Grenzüberschreitungen, die da die Stasi dokumentiert, die Brieffreundschaften von Leuten, wo man sich Bandaufnäher erbettelt oder sowas, das macht es jetzt super, super gut für mich zu erforschen. Ne? Ich habe hunderttausende Seiten von diesen Stasi-Akten gelesen und da steht halt auch mal gerne drin über Jahre. Die machen nichts, die sind unter Kontrolle, die rasten nicht aus. Und es wird trotzdem weiter dokumentiert, angelegt und aufgeschrieben. Klar, das kann ich verstehen. Das ist gerade so aus Quellen. Die Quellen gäbe es ja sonst nicht, wenn die Stasi das nicht alles aufgeschrieben und gesammelt hätte, ne? Und Bilder, ja. Tolle Bilder ohne Ende, ne? Also die privat entwickelte Bilder fangen die ab. Du hast ja schon wieder ein paar gute Stichworte gegeben. Also die
Anhänger dieser Szene haben ihr Faible dann eher nach Feierabend oder am Wochenende ausgelebt und dann aber richtig. Ne, wenn Konzerte waren, ist man dann, glaube ich, in der DDR auch weit gefahren, wenn es nicht anders ging, oder getrennt, um dann irgendwie seine Lieblingsbands zu sehen, was natürlich dann nur bei Ostbands ging. Auch das ist ja klar. Inwieweit stimmt denn das Bild, weil du sagtest, irgendwie begehen höchstens nach dem 10. Bier mal eine Straftat, vom langhaarigen, saufenden und sich gern prügelnden Metal-Fan? Na, das mit dem Saufen stimmt auf jeden Fall. Das ist ja auch, also in meinem Eindruck ganz klar eine Sache, die Ausbreitung der Szene, die hilft. Weil ich von einer ganzen Reihe von Veranstaltungsorten, also private Gasthöfe irgendwo in der Pampa, die halt sagen, naja, also erstens, die fahren 150 Kilometer. Wir können hier ein Konzert machen und dann kommen eine Menge Leute und die trinken halt. Ich habe Umsatz. Also, und das ist halt eine Form von Kapitalismus, eine Insel des Kapitalismus sozusagen in diesem Staatssozialismus. Und das ist halt ein Ansporn für die Veranstalter, weiter diese Metal-Konzerte zu machen, selbst wenn es möglicherweise ab und zu Ärger mit dem ABV gibt. Ne? Das, und man muss ja sagen, das ist ja kein typisches DDR-Phänomen, weil das gibt es ja, ich glaube, unter den Metal-Fans in allen Ländern dieser Welt. Und auch bei den Punks, die sind ja auch keine Waisenknaben, was Alkohol angeht. Genau. Nee, genau. Das ist überhaupt kein Metal-spezifisches Ding. Ich fand das nur interessant, halt diese Umstellung auf Marktmechanismus in der DDR beobachten zu können. Das habe ich in der Literatur auch in der Form noch nicht gelesen. Bei den Schlägereien, also na klar, so die da gibt's, einerseits gibt's nichts schön zu reden. Es gibt auch, also gut dokumentiert quasi, Vorfälle, wo wenn mal ausverkauft war und niemand mehr rein konnte, wenn die ihre Freunde nicht treffen konnten, also das quasi eingebrochen wurde und dann, dass man den Laden zerlegt hat. Das habe ich ein paar Mal gefunden. Die allermeisten Fälle, die ich aber sozusagen gesehen habe, stehen in einer längeren Tradition dessen, was man in der DDR, aber auch nicht nur in der DDR, sondern auch in den anderen Ländern, einfach Rowdytum genannt hat. Also bis in die 50er zurück. Und das hängt ganz oft einfach damit zusammen, dass die Leute eben in den neuen Ort kommen und dort mit den einheimischen Jugendlichen aneinander geraten. Das hängt halt oft mit Frauen zusammen, oft mit Alkohol zusammen. Da kannst du mir vielleicht sagen, wie das mit den Punks war sozusagen, ob man da wirklich immer dann eine gemeinsame Familie war oder whatever. Das Problem ist ja auch, so hat mir das mehrere Zeitungen haben mir das so erzählt, dass in diesen Gasthöfen, ne, wenn du da in Torgelow, Drügeheide in einem Gasthof bist, und es gibt da nur einen Gasthof, dann ist da die ganze Dorfjugend, egal was da für eine Band spielt am Freitagabend. Und gleichzeitig kommen halt irgendwelche Black-Metal-Krieger aus Ost-Berlin da angefahren. Also, und die sind alle in einem kleinen Raum mit Alkohol. So. Und so blöd es klingt, aber da sozusagen, da hauen sich dann Jungs im Teenager-Alter halt. Das sind die allermeisten Fälle, die ich finden konnte. Und dann gibt's eine, und das sozusagen konnte ich nur streifen, die Frage sozusagen, ja, was ist denn da sozusagen mit der Gewalt im DDR-Alltag in den späten 80er Jahren und mit dieser Skinhead-Kultur. Und das ist halt sehr unterschiedlich, ist mein Eindruck. Also mancherorts sind die Skinheads quasi im Camp mit den Metal-Fans und dann gibt's dann auch Überschneidungen, dass man gemeinsam zu Konzerten geht. Da muss man sagen, dass Ost-Berlin ein Ort, also wo die Skinheads einfach ganz normal, da habe ich jetzt auch nochmal neue Quellen gefunden, die das sozusagen bestätigen. Also das wirklich, ich kann das jetzt sagen, hier zum ersten Mal sozusagen, ich muss auch personenschutzrechtlich aufpassen, aber sehr bekannte Rechtsextreme aus Ostdeutschland, sehr bekannte Rechtsterroristen kann ich in den späten 80er Jahren auf Metal-Konzerten in Ostberlin ausmachen. Und andernorts ist es aber so, dass die Metal-Fans genauso verprügelt werden von den Skinheads wie die Punks. Und dass dann sozusagen die Allianzen sind, ja, irgendwie porös, mein Eindruck. Ja, ich kann ja, also ich war ja kein Punk Ende der 80er, also das wäre anmaßend zu sagen. Ich habe ja, wie gesagt, ich war ja über Schmodfan und habe mich dann über Bands wie Cure und Sisters of Mercy in die Richtung, so in diese Richtung entwickelt. In den 90ern war dann ja Gothic mein großes Ding, aber ich habe mich halt immer dieser Musik und dieser Kultur irgendwie zugehörig gefühlt. Ein ganz wichtige Initialzündung für mich waren halt diese sogenannten anderen Bands, also worunter man dann diese Punk-Bands der DDR dann zusammengefasst hat. Und meine Kumpels und ich haben natürlich auch vom Äußeren versucht, uns ein bisschen abzugrenzen, aber wir wussten ganz genau, mit den Hardcore-Punks in Berlin und den Großstädten, die lachen uns aus. Und das war nie unser Anspruch. Wir haben auch nie gesagt, wir wären Punks. Wir haben immer gesagt, wir sind Kinder, die anders sind. Das war immer so unser Schlagwort. Und in Stralsund gab es von den
mehreren Jugendclubs der FDJ, den Schuppen, der hieß offiziell, war das, glaube ich, der Jugendclub Jon Scheer, meine ich, hieß aber bei allen umgangssprachlich nur der Schuppen. Und das war halt der Metal-Club in Stralsund. Und da sind wir auch nicht hingegangen, weil wir wussten, da sind wir noch nicht mal, haben wir noch nicht mal unseren Fuß über die Schwelle gesetzt, dann haben wir schon ein Pfeilchen. Und ich bin einmal dorthin, mein erstes Mal und einziges Mal, weil einer meiner Klassenkameraden, meiner Heavy-Metal-Fans, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, zu seiner Geburtstagsparty dorthin eingeladen habe. Und ich habe gesagt, Markus, ich kann da nicht hingehen. Wenn du mit mir kommst, passiert dir nichts. So, weißt du, war dann so seine joviale Antwort. Und so war es dann auch. Ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt da, wenn ich an dem Abend und so. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo musste, habe ich immer nur links und rechts geguckt. Und ich war auch nie der Typ, der so auf dieses Männlichkeits- und Macho-Gehabe stand. Also weißt, was ja auch so ein typisches Aushängeschild oder Markenzeichen der Metal-Szene ist, finde ich. Und bin Konflikten und Prügeleien, wann immer es ging, aus dem Weg gegangen. Ich habe das gehasst und gescheut. Und ich hatte noch ein paar Erlebnisse. Ich war ein halbes Jahr meiner Lehre in der Kleinstadt in Sachsen, so zwischen Leipzig und Dresden, so halbe Strecke. Da gab es genau den Konflikt. Wir am ersten Abend in die Dorfdisco, nachdem wir da angetreten sind. Und gleich standen sich meine Metal-Klassenkameraden mit ein paar einheimischen Mettlern wegen Frauen faustballend gegenüber. Es ist dann irgendwie noch gut gegangen. Wir haben dann irgendwie Frieden geschlossen. Und dort hatte ich auch meine erste Begegnung dann nicht in dem Ort selber, sondern irgendwie, als wir mal am Wochenende in irgendeinem anderen Kaff waren, mit Skinheads dann auch, die ich zu der Zeit aus Stralsund noch gar nicht kannte. Mhm. Höchstens mal im Sommer dann, wir waren ja im Sommer selber oft an der Ostsee auf dem Darß oder auf Rügen. Und da haben wir dann auch schon den einen oder anderen Skinhead dann gesehen, die dann auch im Sommer dort zelten waren. Aber so mein erstes Aha-Erlebnis mit den Jungs in größerer Zahl, wo ich dann wirklich auch Hackengas gegeben habe, dass ich wegkomme, weil die uns ans Leder wollten, das war da unten in Sachsen. Wie ist das? Also die kommen dann auf dich zu und machen sich über dich lustig oder schubsen dich rum oder sozusagen, also wie? Ja, es ist immer so schon, es geht ja los mit dem Äußeren. Du bist ja, ne, so, als du bist ja als Äußerer, bist du erstmal pauschal Popper, auch wenn du dich selber ja gar nicht so siehst, ne? So, und dann bist du halt der blöde Popper und guck mal da, dann geht es mit den Bemerkungen los und dann geht es halt genau mit irgendwie mit rumschubsen oder mit anspucken oder so, fängt das dann an. Oder hier, guck mal, was er für Klamotten anhat. Und ja, krass. Also das ist natürlich ein großes Problem, sozusagen durch den Blick auf die Stasi-Quellen habe ich ja trotzdem tendenziell eher die nicht alltäglichen Vorfälle. Ne? Polizei, Geheimpolizei schreibt die schlimmen Dinge auf, nicht das Normale. Und da kam mir das schon sozusagen, dieser jugendliche Alltag in der DDR, ziemlich gewalttätig vor. Oder also nicht, dass permanent Gewalt da ist, aber dass das Potenzial... Ja, ich glaube auch, da gab es bei vielen irgendwie eine relativ kurze Zündschnur. Ja, krass. Also ich überlege halt, ist jetzt eine These nach dem ersten Bier, aber hat das vielleicht auch was mit Langeweile zu tun? Das kann sein, ja. Ich meine, also was willst du machen, außer wenn du, also saufen und schlagen kostet halt nix oder wenig. Ne, nach Australien reisen, Work and Travel machen und so, sowas war ja nicht möglich, was Jugendliche in der Zeit. Ja, ist ein guter Punkt. Dass so Langeweile, bestimmt vielleicht auch Alltagsfrust, irgendwie Unzufriedenheit mit Schule, mit Lehre, mit Job oder was weiß ich, oder irgendwelche Sachen. Ja. Ich überlege halt auch, ob Sinnlosigkeit sozusagen als Phänomen, also warum mache ich das hier überhaupt? Warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit und so? Ich weiß nicht, ob du den Song der Leipziger Bands El Attentat kennst? Oh, die Band sagt mir, also, ob ich den Song jetzt kenne, begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Ich sag mal lieber nein. Und die haben einen Song eben über ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Also warum, was soll das? Ich will mich nicht befehlen lassen, weil ich doch ein Mensch bin. Ich will nicht schützen für die trüben Tassen. Dumme Reden halten ohne Sinn, ohne Sinn. Ich meine, die Leute leben nicht für den Sozialismus. Ne? Also das ist, glaube ich, in den 80er Jahren sehr wenige, die das sozusagen ernst nehmen, dass der Arbeitsplatz Kampfplatz für den Frieden ist und diesen ganzen Quatsch. Ich meine, das ist ja in den Quellen, die Leute sagen ja, das ist mein Lebensinhalt. Also ich lebe für Iron Maiden das ist natürlich irgendwie, ne, eine jugendliche Selbstpositionierung und so, aber das hat den Leuten dann eben auch vielleicht, das ist ja auch so eine These, die es gibt, das hat den Leuten dann vielleicht auch geholfen, sozusagen den DDR-Alltag zu bewältigen, weil du konntest eben sagen, okay, ich gehe zur Arbeit, damit ich Geld kriege, mit dem Geld kann ich nach Ungarn fahren und wenn ich Glück habe, kann ich da nicht nur Iron Maiden-Platten kaufen,
sondern Iron Maiden sogar mal live sehen. Und das würde dann eben aber auch erklären, warum die Leute ihre komischen jugendlichen Subkulturen halt so ernst nehmen, weißt du? Und dann auch eben sagen, zur Not verteidige ich das eben dann auch mit der Faust. Ja, das war wichtig. Das war auch so ein Fluchtpunkt, ne, weil man dann die Leute hatte um sich rum, irgendwie, die gleich getickt haben, mit denen man dann so sich so austauschen konnte. Wie gesagt, bei uns war es halt die eine Richtung, die Musikrichtung. Bei den anderen war es halt Metal. Ich glaube, was wir alle dann nicht leiden konnten, waren die Stinos oder Normalos oder Popper, wie sie dann je nach Region oder Dialekt genannt wurden. Vielleicht noch eine letzte Episode zu meinen Heavy Metal hörenden Mittlerlingen. Dort in Sachsen, in Roßwein heißt der Ort übrigens. Wir waren in so einem Fünfmannzimmer, also wie gesagt, vier Metal-Fans und ich. Und einer hatte seinen R4100 Kassettenrekorder mit. Und zum Einschlafen wurde immer Heavy Metal gehört. Und einmal habe ich gedacht, jetzt schlafen sie alle, jetzt machst du das Gejaule mal in meinen Augen aus. Hatte aber Pech, der Besitzer des Rekorders war noch wach und sagte, so gut wir uns sonst verstanden haben, nein, 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 Lars, das lässt du schön bleiben, und drückte wieder die Play-Taste. Ja, diese Wohnheime, die sind mir auch, dadurch bisher auch nichts in der Literatur gefunden, aber die klangen einigermaßen gruselig. Also bei dir scheint es ja gut gegangen zu sein. Aber das war ein relativ kleines. Und wie gesagt, wir hatten auch noch das Glück, dass durch diese ulkige Konstellation, dass wir dafür ein halbes Jahr hin mussten, diese drei Zimmer, die waren in so einer Art Seitenflügel. Wir haben uns relativ viele Freiräume dort erkämpft. Am Anfang wollten dort diese, da gab es ja wirklich so eine Erzieher und so eine Aufsicht, und die kamen dann abends durch und wollten so Schrankkontrolle machen und Nachtruhe durchsetzen. Und dann haben wir gesagt, was wollt ihr von uns? Wir sind hier doch Gäste. Und haben die dann auch festgestellt, naja, die gehören ja nicht zu unserer Schule und auch nicht zu unserem Betrieb, und lass sie mal in Ruhe. Und dann haben wir da unsere relative Freiheiten gehabt. Aber ich kenne das auch von Kumpels von mir, die halt die komplette 2 Jahre Lehrzeit in Lehrlingswohnheimen dann verbracht haben, und die haben auch eher unschöne Stories dann zu erzählen gehabt. Ja, und die Leute sind was dann in dem Alter? 17, 18? Ja, je nachdem, ne? Manchmal 16, ne? Je nachdem, wann man eingeschult wurde und dann in welchem Alter man war, als man aus der 10. raus ist, ne? Also 16, 17 jüngstens, und dann nach 2 Jahren dann 18, 19, ja. Und keine Einzelzimmer? Und genau, und Rauchen verboten und Alkohol verboten und Schrankkontrolle und Zimmer verboten. Ja, also da sind wir beim Thema Alltagsfrust, oder? Also das wäre für mich, ich meine, da killt die, sorry, also es klingt übel, aber da killt die DDR ja irgendwie deine Jugend, oder versucht es zumindest, ne? Boah, nee. Diese Lehrlingswohnheime, die fand ich gruselig, als ich von denen gelesen habe. Ja, liebe Hörer, ihr seht, wir sind abgeschwiffen, aber ich hoffe, es war der Ausflug mal ganz interessant. DDR-Alltag, Lehrlingswohnheime und so weiter. Wir kommen mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Jetzt müssen wir mal über die Bands sprechen, die dann in der DDR sich des Heavy Metals zugewandt haben. Und dann ja später auch, nicht gleich am Anfang, aber dann mit der Zeit, auch da wieder Parallelen zu den Punk-Bands, im Radio gespielt wurden, im Fernsehen Auftritte hatten, auf Schallplatten veröffentlicht wurden. Wer waren denn so die Speerspitze oder so, wie soll ich sagen, Trendsetter, Einflussgeber, angesagte Ost-Metal-Bands? Naja, die wichtigste Band, das ist, glaube ich, auch unbenommen, und da wäre der Podcast, würde nicht funktionieren, wenn man nicht Formel 1 erwähnt. Formel 1 aus Berlin, eine sozusagen Band im Prinzip aus Profimusikern, die auch schon teilweise sehr lange dabei sind. Norbert Schmidt, der Sänger, der hatte sogar eine Beatband in den 60ern. Also der ist jetzt über 70. Formel 1 ist eine von diesen Bands, die ein Gespür dafür haben, welche Musik angesagt ist. Also die dann auch mal ein Genre wechseln können. Da gibt es ja andere Beispiele. So ein Formel 1 ist eine reine Heavy-Metal-Gründung, aber hat quasi eine Vorgängerband, die dann eben andere Musik gespielt haben. Und Formel 1 um 1980 covern die live dann eben auch mal die angesprochenen Bands der New Wave of British Heavy Metal. Iron Maiden oder Judas Priest, das sind so die wichtigsten Bands der Welle. Und Iron Maiden, würde ich sagen, ist auch für den Musikstil von Formel 1 die wichtigste Inspiration. Das ist eine extrem gute Band, extrem tight, gute Musiker, halt jahrzehntelange Erfahrung, ne? Und die
sind dann eben in der DDR die Band, die einzige Metal-Band, die tatsächlich auch ein komplettes Metal-Album in der DDR veröffentlichen konnte. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal von Formel 1. Mittlerweile eine Kultband, also durch deutsche Texte und durch die sozusagen diesen staatssozialistischen Hintergrund quasi legendär in der globalen Metal-Szene. Also meine Formel-1-Platten sind mittlerweile einiges wert sozusagen. Formel 1 geht auch im Prinzip aus politischen Gründen kaputt. Eine andere Band, die man erwähnen sollte, ist wahrscheinlich Beast. Von reinem Output an Schallplatten und so weiter und Rundfunkproduktion. Die zweitwichtigste Band, Beast, aus Jüterbock, also südlich von Berlin. Beast, also das deutsche Wort. Jetzt habe ich es dreimal gesagt, jetzt wird es auch nicht mehr vergessen. Die kann man sich durchaus mal anhören, wenn man, wobei die, da sollte man sich ein Live-Konzert anhören. Also wenn die für den Rundfunk produzieren, sind die Drums halt sehr scheiße bei denen. Es gibt damals schon Drumcomputer und die Metal-Bands werden quasi gezwungen, mit diesem Drumcomputer aufzunehmen und das klingt nicht gut. Wer macht das? Hat Amiga das dann bestimmt oder? Nee, das ist ja auch so ein interessantes Phänomen. Ich meine, bei Depeche Mode Fans sind die Drumcomputer egal, glaube ich, aber bei Metal ist es halt ganz wichtig, weil man ja natürlich die Männlichkeit ausstrahlen muss. Aber das ist so ein nächstes Ding, wo wir sozusagen kleine kapitalistische Inseln haben. Die staatlichen Produktionsfirmen können den Bedarf an populärer Musik nicht decken. Und deswegen gibt es eine kleine, aber wachsende Anzahl von Privatstudios in der DDR. Hochinteressant ist, weil diese Privatstudios werden in der Regel betrieben von arrivierten Ostrock, sagt man heute, Musikern. Also Leute von den Pudis haben dann Privatstudios. So, wieso haben die Privatstudios? Weil sie die Kohle im Westen ausgeben dürfen für westliche Produktionstechnik. Bei Metal ist ganz wichtig, der Herr heißt Jürgen Matkowitz. Das war der Bandleader von der Band Prinzip, das ist auch so eine Hardrock-Heavy-Metal-Band. Und der hat ein Studio und der hat halt einen so einen frühen Drumcomputer. Das für ihn ist ja auch ein Geschäft und dauert ja lange, diese Drums einzuspielen. Ich habe mit Matkowitz nicht geredet, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, aber wenn man halt auch bis heute mit den Musikern redet, die hassen alle diesen Drum-Sound und die hassen es, bei ihm produzieren zu müssen. Und das sind so Bands, die auf der ganz oberen Schiene unterwegs sind, also Profi-Bands, die halt wirklich komplett damit Geld verdienen können. Bei Formel 1, wie gesagt, gibt es dann unschöne Geschichten politisch, weswegen die auch mit der DDR sich überwerfen. Aber es gibt darunter halt wirklich mehr an Metal-Bands, die halt auch, wovon viele auch gar nicht dieses Ziel haben, da hinzukommen, wo Formel 1 oder Beast sind, Untergrundbands, fast alle legal, also die wollen alle die Spielerlaubnis, machen also diese Zensurspielchen mit. Was sie dann live machen, ist natürlich was ganz anderes. Ne? Und da könnte man jetzt, also Macbeth ist eine ganz wichtige Band aus Thüringen. Das ist eine Band, wo der Staat versucht, die zu zerschlagen. Der Sänger, Detlef Wittenburg, den hängt man eine ziemlich harte Haftstrafe an. Und der begeht dann auch Selbstmord infolge der Haft. Also richtig üble Maßnahmen. Macbeth lässt sich allerdings nicht unterkriegen, gründet halt quasi eine zweite Band mit einem anderen Namen in einem anderen Kreis und kann das so ein bisschen umgehen. Und in Berlin gibt es halt so Bands wie also Blackout und Disaster Area sind, also nicht wechseln mit der westdeutschen Punkband, aber Blackout und Disaster Area aus Ost-Berlin sind wichtig. Die sind so ein bisschen eine Ausnahme, weil die tatsächlich irgendwann keine Spielerlaubnis mehr beantragen, also Blackout nicht, denen ist das egal. Was hochinteressant ist, also weil da bist du dann bei jedem Auftritt quasi im Territorium der Illegalität. Ja, und bei Blackout und Disaster Area kann man auch so sagen, dass die, aus denen geht halt eine Band namens Depressive Age hervor, die sich jetzt dieses Jahr wieder vereinigt haben. Alle, die so modernen, bisschen technischen Thrash-Metal mögen. Die sagen mir sogar was vom Namen her. Auch da wieder totalen Parallelen halt zur Punk-Szene. Ne? Es gab die Bands, die gesagt haben, wir machen jetzt die Einstufung, wir wollen raus aus den Kellern und in die Öffentlichkeit. Andere wollten es nicht. Einige wurden
bis zur Selbstauflösung irgendwie vertrieben oder verfolgt von der Stasi. Andere haben getrickst, haben unter anderen Namen gespielt oder so weiter. Also da, ja, und dann gab es ja, ich habe mal hier, habe ich mir mal gekauft, ich zeig's mal jetzt für den Nikolai in die Kamera hier, die Rockbilanz 1989. Also Amiga hat jedes Jahr immer so ein Album rausgebracht, ich glaube nachher sogar Doppelalben mit den DDR-Hits des Jahres. Und da ist nämlich 1989 auf der zweiten CD sind nämlich einige dieser Metal-Bands drauf, also zum Beispiel Beast, von denen du gerade gesprochen hast. Dann ist noch drauf Charlie. Away, baby, Dr. Rock. Du bist von Kopf bis Fuß in Lieder eingehüllt. Der Metal-Look ist deine Welt. Merlin. Metall. Easy. Easy. Und Rochus. Und MCV. Es ändert sich was. Das ist im Buch nicht so klar. Das habe ich vor allen Dingen über meinen Kollegen Florian Lipp dann in seinem Buch gelesen. Es ändert sich in dieser offiziellen Sphäre 1988 was. Also da gibt es einen langsamen Wandel an den Kulturverantwortlichen und irgendwann ist es dann eben auch klar, okay, also diese Kultursache, die ist nicht mehr das Relevanteste und es fliegt hier der Staat um die Ohren. Und da öffnen sich dann Räume, die halt dann durch Feeling B oder Metall oder so besetzt werden. Das habe ich ja auch schon mal hier in unserem Podcast an einer anderen Stelle gesagt. Also das war ja für mich damals auch total so unter dem Motto, boah, was geht denn jetzt auf einmal? Was hörst du denn plötzlich bei DD64 für Bands aus der DDR? Was singen die denn auch teilweise für Texte? Da hast du eben auch gemerkt, okay, es geht irgendwie was, ne? Also man hat gewisse Türen geöffnet, wie so ein Ventil. Nicht Türen, Ventil ist vielleicht der bessere Begriff. Man hat einfach Ventile geöffnet in der Hoffnung, diesen Frust auch unter den Jugendlichen, die zunehmenden Anzahl von Ausreiseanträgen, Pipapo, alles, was da ja in den 80ern zunahm, irgendwie ein bisschen zu kanalisieren, Druck vom Kessel zu nehmen, aber wie wir alle wissen, hat nichts genützt. Ja, also ich hatte ja mit einem Radioverantwortlichen bei DT64, der die Metal-Sendung gemacht hat, geredet. Und der meinte halt im Prinzip schon seit 1987, als er da losgelegt hat, ganz offiziell und so auf DT64, gab es halt nur eine Vorgabe. Die Vorgabe war, es muss ein Song aus dem sozialistischen Block dabei sein, pro Sendung. Das ist die Vorgabe. Und eigentlich sozusagen das Gesetz ist eigentlich... War ja 60-40, genau, ne? Das ist ein Gesetz. Und das kann er im Staatsradio umgehen. Und die Musik, die er spielt, also das sind Leute aus der Szene, die ihm die Platten borgen, die er dann kopiert, also auf Tonband umschneidet und dann versendet. Und er spielt teilweise auch, also ich weiß gar nicht, bei Paroptico muss das auch vorgekommen sein, wahrscheinlich in viel höherem Maße. Es laufen halt auch Demos von Bands im Radio, die keine Spielerlaubnis haben. Ja. Ja, die schönste Story in dem Zusammenhang, die ich kenne, ist, also was heißt schöne Story? Nein, die erzählen die auch lächelnd. Also in den die angesprochene Band Blackout und Disaster Area, der Sänger Jan Lubitzki begeht einen Fluchtversuch in Berlin und es klappt nicht und er landet im Knast. Und Monate später wird dann aber seine Band im Radio gespielt. Und die Bandmitglieder sind im Interview im Radio und grüßen dann ihn und sagen, wir wollen unseren Sänger grüßen, der gerade seinen Ehrendienst verrichtet. Und Jan hat das im Knast gehört. Das heißt, du hast im Staatsradio Leute, die sich über sozusagen politische, also aus der Perspektive der DDR, politische Verbrechen lustig machen. Also da sieht man halt auch, wie weit sozusagen staatliche Macht bereits erodiert ist, wenn so eine Spielchen möglich sind. Das ist ja eigentlich eine Sache, die hochgefährlich ist, aber in den 80ern geht sowas halt. Ja. Du hast ja jetzt auch schon dieses Album von Formel 1 angesprochen und gibt es vielleicht irgendwie eine Compilation, irgendwie ein Sampler oder so eine Zusammenstellung von solchen Bands, die man auch, was vielleicht noch irgendwo erhältlich und verfügbar ist, falls der ein oder andere, der uns hört und nicht nur mit Punk und Postpunk, sondern auch mit Metal was anfangen kann? Also wir haben, ich habe da so ein bisschen mit zu tun gehabt. Letztes Jahr, glaube ich, kam eine kleine Compilation raus, die heißt einfach Heavy Metal.
Die hat auch sozusagen dieses brennende Skelett auf dem Cover, was auch mein Buchcover ist. Und das ist wirklich eine, also ich würde das nicht sagen, also ich würde das auch sagen, wenn ich absolut nichts damit zu tun hätte. Ich sage das, dass ich was damit zu tun habe, eher als Disclaimer. Das ist wirklich eine schöne Box. Also da ist wirklich viel drin, hunderte Songs. Wir haben teilweise Sachen aus dem Archiv gezogen, die nur 5-mal im Radio liefen und noch nie auf Tonträger erschienen sind. Die Formel 1 ist dabei. Also da hat man einen ganz, ganz guten Überblick, wenn man sich diese Box holt. Und dann gibt's halt einen, gedankenswerterweise gibt's ein paar Bekloppte aus der DDR, die sich quasi dem Erbe dieses Metals widmen. Und die Firma heißt German Democratic Recordings, also GDR. Henrik Rosenberg, der da der Chef ist oder der verantwortlich ist, der druckt halt oder presst in Kleinstauflage. Wirklich toll, wirklich mit einem tollen auch Remaster immer versehenen Alben oder Sammlungen presst er nach, auch für einen ganz schmalen Taler. Also German Democratic Recordings kann ich echt empfehlen. Was mir noch auffällt, wir hatten vorhin mal diese 60-40 kurz angesprochen. Ich gibt ganz viele Hörer, die jetzt denken, hey, was ist 60-40? Willst du es kurz erklären? Na, die Regel ist im Prinzip, dass man sowohl live als auch im Radio nur 40% der Titel aus dem Westen spielen darf. 60% müssen aus dem sozialistischen Block sein. Also galt auch für Discos. Bitte, galt auch für Discos. Hat sich aber wirklich, also ich kenne in Stralsund keinen, der sich dran gehalten hat. Genau, eigentlich ist diese Regel für die 80er Jahre nur insofern interessant, als dass man sagen kann, dass sich niemand dran gehalten hat. Das ist auch schön ausgedrückt. Jetzt frage ich dich noch, der deiner Meinung nach allerbeste Heavy Metal oder Metal Song aus der DDR ist Another Beer Is What I Need von Disaster Area. Passt ja auch wunderbar zu dem Motto unseres Podcasts, zu Prost Punk. Super. Jetzt muss ich mal kurz aufs Handy gucken, weil Marc hat mir auch noch, auch wenn er leider nicht dabei sein kann, er hat mir auch noch eine Frage geschickt. Also Marc und ich haben ja so einige gemeinsame Hasslieder und seine Frage lautet, wie haben die ostdeutschen Metal-Fans auf das brechreizerregende Wind of Change von den Scorpions reagiert? Ich weiß gar nicht, ob die Scorpions für die Metal-Fans in der zweiten Hälfte der 80er Jahre noch die große Rolle gespielt hat. Das Ding ist, die 80er Jahre, das ist ja beim Punk auch ähnlich, ist ja einerseits wird die Musik immer extremer und andererseits wird die immer diverser. Und da spielt dann sowas wie Scorpions, habe ich in den Quellen nicht mehr großartig gefunden, dass das eine Rolle spielt. Da ist dann eher Thrash Metal angesagt, also so Slayer und sowas. Und dann in der Wendezeit selber ist das absolut relevante Genre, zumindest sozusagen 90, 91, ist so Grindcore. Und also die Leute, man bewegt sich eher in die Richtung. Und das sozusagen wäre so Anal Cunt und Napalm Death hört, hört wahrscheinlich nicht danach Wind of Change. Insofern weiß ich gar nicht, inwiefern das wird wahrgenommen. Also wird es auch eher ein bisschen extremer dann so von der Ausprägung her? Es wird definitiv extremer. Es gibt ja dann, also jetzt sozusagen müssen wir wieder Musikwissenschaft oder musikhistorisch so ein bisschen ausholen, aber es gibt ja dann auch Anfang der 90er Jahre die zweite Welle des Black Metal, also nicht Venom und Celtic Frost, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, sondern da kommen dann Darkthrone, Mayhem, vor allen Dingen halt skandinavischen Bands. Das steckt ein bisschen ein wie eine Bombe. Und für die ostdeutschen Metalbands war dann wahrscheinlich, wie für viele andere Künstler, Kulturschaffende der Deutschen Demokratischen Republik, dann eher Schluss erstmal, ne? Genau, da war Licht aus. Man war abhängig von den Kulturhäusern, man war abhängig von diesen privaten Gasthöfen. Man war davon abhängig, dass die Leute Zeit haben, durch die Gegend zu fahren. Und das funktionierte dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Es gibt ein paar Ausnahmen. Große Ausnahme ist die Depressive Age, die wir schon erwähnt hatten. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die von Anfang an gesagt haben, uns ist die DDR scheißegal. Das wird hier eh nichts. So oder so spielen wir irgendwann im Westen. Das sagen die schon vor der Wende. Habe ich Akten zu und das sagen die auch heute noch, wenn man mit denen redet. Uns war das klar, dass entweder fliegt der Staat auseinander oder wir ziehen weg. Und die sind tatsächlich in den 90er Jahren ziemlich erfolgreich mit drei sehr positiv besprochenen Alben, internationale Tourneen und so weiter. Aber die allermeisten Bands zerbröseln. Und dann ab Mitte der 90er, wenn man so gelernt hat, auch ein bisschen, wie dieses neue Business funktioniert, also wie man mit Managern umgeht, wie man mit Promotern umgeht und so, ab da gelingt es dann,
Bands wieder erfolgreich zu werden. Und die andere, das ist jetzt mein letzter Satz, und die andere Suppe, die da entsteht, ist halt eine Myriade an Bands, die halt diese neuen Extremstile spielen, also Black Metal und Death Metal, denen das halt alles scheißegal ist. Also die spielen da in Sachsen, da gibt es wirklich extrem viele Bands, die aber ganz bewusst im Untergrund unterwegs sind, bis heute, die musikalisch sehr extrem unterwegs sind. Und beim Black Metal ist es dann leider auch so, dass man dann auch politisch extrem wird, aber dann halt eben in die rechte Richtung, so dass das in Sachsen, Thüringen tatsächlich unangenehmes Problem, muss man einfach so sagen. Ja, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, liebe Prostpunk-Zuhörer, so ihr noch dran seid, euch hat es auch gefallen, dass wir jetzt mal über diese Musik gesprochen haben, auch doch dazu sehr speziell, denn wir haben ja nicht über den Metal der großen international bekannten Bands geredet, sondern über die Subkultur und die Szene in der DDR. Und vielen Dank fürs Zuhören, wie so oft. Beim nächsten Mal geht's dann wieder um gewohnte Marc- und Lars-Themen. Marc, wie gesagt, lässt schön grüßen. Den hat irgendwie die Spätschicht heute im Dienst erwischt, deswegen konnte er nicht dabei sein. Und das allergrößte Dankeschön kriege ich jetzt virtuell natürlich rüber an den Nikolai, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu reden und sein Wissen auch mit euch zu teilen. Hast du noch ein Schlusswort? Ja, also ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Die Zeit verging ja wirklich blitzschnell. Vielleicht für alle Leute, die interessiert und neugierig sind. Also in einem Jahr, ziemlich genau in einem Jahr, wird es eine kostenlose Ausstellung zum Thema geben in der Kulturbrauerei im Haus der Geschichte in Berlin. Also da kann man reinstolpern und sich das alles mal ein bisschen angucken. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, wir beide bleiben in Verbindung. Das heißt, wenn das nachher akut wird, sagst du noch mal Bescheid? Gerne doch, klar. Und wir verbreiten die guten Nachrichten dann auch gerne weiter. Na klar. Dann würde ich sagen, ich hole zum großen Schlussakkord aus. Beim Heavy Metal ist ja auch immer Pomp angesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nikolai. Alles andere an Prozedere kennt ihr. Wenn ihr Meinungen habt, schreibt uns an die bekannte E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung. Guckt mal auf Insta und Facebook, was wir da so machen. Liked uns, kommentiert uns, empfiehlt uns weiter. Hört gute Musik, hört auch mal Metal. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, Prost Punk! Prost!